Der nächste Teil, Tag 5. Wir haben es ja jetzt so bis jetzt modelliert, vereinfacht. Das hat jeder Kunde, der reinkommt, sofort von dem Mitarbeiter bedient wird. Also der kriegt sofort, geht's los mit dem Kochen. Und kommt der in der Zwischenzeit, während das kocht, der nächste rein, egal. Der holt aus dem Schuppen noch einen Grill raus oder so. Irgendwie kriegt er das hin. Aber so ist es ja nicht wirklich. Nächster Schritt Richtung, wie es eher so wirklich läuft, ist, wenn der Koch oder der Mitarbeiter, wenn der jetzt einen Kunden vor sich stehen hat, der sagt ihm, ich möchte jetzt was essen, dann dreht er sich um und fängt an. Und dann ist der erstmal nicht ansprechbar für die Kochzeit. Und selbst wenn ein Kunde jetzt reinkommt und der vorherige Kunde ist noch nicht, hat noch nicht sein Essen, ja, dann muss der warten, bis der Mitarbeiter verfügbar ist. Und für so eine Situation ist in Salabim die Ressource ganz nützlich. Das ist auch eine Komponente. Und da kann man sagen, erstmal kann man den Namen geben, wenn man möchte. Und wie viel von der Ressource man hat. Und in dem Falle wird ein Mitarbeiter als Ressource betrachtet. Kennt er ja. Also die Leute, die das Video sehen und in der Industrie arbeiten, die können sich noch an die alten Zeiten vielleicht erinnern, wo es Personalabteilung gab. Das ist jetzt Human Resources. Ja, so sind wir hier auch drauf. Ne? Also wir könnten uns auch vorstellen, dass wir 3 Mitarbeiter im Imbiss haben, wenn Druckzeit ist und es nötig. Und das wollen wir mal simulieren. Und dann legen wir uns also Mitarbeiter an. Also Anzahl Mitarbeiter. Anzahl. Und natürlich erstmal ein. Ja, wir fangen ja gerade mal an. Auf geht's. Lass uns Mitarbeiter einstellen. Und selber zur Not. Eine IHG. Ich habe eine IHG gegründet, habe gekündigt wegen Mobbing. War doch mal so ein Ding. Sim.resource. Und die soll auch Mitarbeiter heißen. Und wie viel haben wir? G.mitarbeiteranzahl. Jawohl, da sind sie, die Mitarbeiter. Jetzt ist das so, bevor der Kunde bedient wird, muss der erstmal den Mitarbeiter erwischen, dass der gerade frei ist. Nach dem, was ich vorhin sagte. Also erstmal muss der sich einen Kunden schnappen. Und so lange soll der dann da in der Gegend rumstehen, der Kunde. Ja, vielleicht kann er sich schon, weiß ich nicht, ein Getränk aus dem Kühlschrank nehmen oder so. Hielt. Ja, also der Kunde, der gerade warten soll, also auf den Mitarbeiter wartet, ist self.request. Und der will einen Mitarbeiter haben. Einer reicht ihm. Und gut ist. Jetzt können wir ja sagen, wenn diese Hürde das erste Yield, ihr seht, das sind jetzt 2 Yields hintereinander. Erst muss er das schaffen. Wenn der Mitarbeiter nicht frei ist, dann bleibt es hier stecken. Bis er geclaimed wird, so heißt es dann beim Salabim. Dann wird das Yield hier wieder weitergemacht. Also wenn der Mitarbeiter zur Verfügung steht, dann wartet er halt, dass sein Essen fertig ist, was der Mitarbeiter ihm gerade zubereitet. Können wir mal hinschreiben. An der Stelle Print Kunde, also Self.name. Klammer ich hinzu. Wird um Klassiker env.now 0.2f Klammer zu bedient. Und das theoretisch war es das. Jetzt haben wir Mitarbeiter. Gucken wir mal, ob ich wieder eine Klinke eingebaut habe, die ihr schon gesehen habt.
Oh ja, lass uns erstmal die Parameter hier. Ja. Lass uns ruhig mal alle 10 Minuten einkommen. Kochzeit 10 Minuten, alles gut, alles gut, alles gut. Aber wir arbeiten jetzt total wenig. Nur noch eine Stunde, einen Tag, einen Monat. Wollen wir mal gucken, was denn da passiert. Also wie immer, Laden geht auf, Kunde geht rein. Noch war ja keiner vor ihm, also der Mitarbeiter ist sofort für ihn da. Wie kann ich Ihnen helfen? Er wird also direkt auch dann bedient. Und das hat dann, sein Essen hat 9 Minuten gedauert. Dann etwa 9 Minuten lang ist passiert gar nichts. Das heißt, der Mitarbeiter hat 9 Minuten da erstmal einen Tresen putzen können oder so. Das heißt, der zweite Kunde wird auch sofort bedient. Und in der Zeit, wo der auf sein Essen wartet, also hier auch 9 Minuten etwa, Mittel haben wir 10 gesagt, ist keiner gekommen. Also hier, jeder, der reinkommt, kriegt auch sofort sein Essen, ja, weil die so wenig, so nicht so oft hintereinander auftauchen. Spannender wird es natürlich, wenn die schneller aufeinander kommen. Also während der Mitarbeiter das Gericht zubereitet, schon einer reinkommt. Dann müsste man sehen, ah, okay, zwischen Ankommen und Bedienen vergeht eine Zeit. Also 3 Kunden haben wir bedient, 15 Euro in einer Stunde. Jetzt lassen wir doch mal alle 5 Minuten einen aufschlagen. Wir haben gesehen, so die durchschnittliche Kochzeit war 9 Minuten. Da müsste schon mal so ein statistisch schon ein Fall auftauchen, dass der Mitarbeiter gerade nicht kann. Haben wir da? Schauen wir mal, ich mach's mal größer. So, der Nuller wird natürlich sofort bedient, weil leer. Dann kommt schon ein Kunde nach 8 Minuten ungefähr und der Mitarbeiter ist aber noch beim Gericht vom allerersten Kunden, ne, was 11 Minuten gedauert hat. Hier sehen wir, der Kunde kommt 8:39 Uhr an, wird aber dann natürlich erst, sobald der erste Kunde sein Essen hat, bedient. Und da sein Essen dauert dann 10 Minuten von 11 bis 21. Jetzt ist der Imbiss ja wieder leer. Und erst so 7 Minuten später kommt wieder ein Kunde, weil Imbiss leer wird sofort bedient. Jetzt ist der Mitarbeiter dabei, ihm was zu kochen, während schon der vierte Kunde reinkommt. Ja, der dritte Kunde ist nach, also ungefähr 12, nicht ganz 12 Minuten fertig. Und dann wird halt der vierte Kunde bedient. Also das scheint zu klappen. Wir haben also hier mit einem Mitarbeiter schon durchaus schon mal so einen kleinen Stau. 5 Kunden. Ja, meine Tochter natürlich mittendrin. 6 Kunden, 6 Kunden, 5 Kunden. Alle Viertelstunde. Zwei Kunden. Da hat sogar mal 5 Kunden geschafft. Also da sind die gleich hintereinander abgefrühstückt worden. Ja. 5 Kunden. Jetzt hängt alles davon ab, wie schnell der fertig ist. Und wir machen jetzt mal wieder einen ganz normalen, sagen wir mal, einen Imbiss-Tag, 6 Stunden auf, 5 Tage die Woche, den ganzen Monat. Ja, 470 so grob, 490, 476. Wir sehen zwischen bedient und ankommen, da gibt es da schon öfters mal so huiuiui, so also Wartezeiten für Leute, die dazukommen. Machen wir es noch krasser. Alle 5 Minuten
Da müssen die Leute aber schon schön warten. Der 713er, der ist gekommen. 712. Hallo. Aber wir sehen auf jeden Fall schon mal, hier oben muss das dann irgendwo sein. Also wir sehen, der wird bedient. In der Zwischenzeit sind noch 500 Kunden dazugekommen. Wow! 714 hat er geschafft. Wäre vielleicht ganz gut, noch einen Mitarbeiter einzustellen. 500 Leute im Laden. Uiuihihi. Das ist krass. 717. Lass mal noch einen Mitarbeiter anstellen. Ich meine, das ist natürlich auch 5 Minuten. Zwei Mitarbeiter. Ja, schaffen wir natürlich doppelt so viel. Und wir haben immer noch. Ist schon besser geworden, ne? Wir haben nicht mehr ganz so viel verloren. Aber einige werden gar nicht mehr fertig. Also hier gar keiner. Es wird sich sicherlich lohnen, noch einen dritten Mitarbeiter einzustellen. 1400 Kunden bedient. Wie war das mit zwei? Ja, zwei würden uns reichen. Der dritte macht gar nicht mehr viel. Lass mal alle 15 Minuten einen Kunden auftauchen. 511. Können wir das alleine stemmen? Oh, sieht jetzt nicht so schlecht aus auf den Monat gerechnet. Was ist, wenn wir nur einen Tag zumachen? Da kriegen wir ein bisschen mehr. 597. Jetzt machen wir nur mal so einen fahrenden Imbiss. Da, wo der Bär steppt, wo alle 5 Minuten einer auftaucht. Wir machen was nur so 5 Minuten braucht im Mittel. Arbeiten 8 Stunden am Tag. 2 Tage in der Woche, also Samstag, Sonntag zum Beispiel, und machen das nur einmal im Monat. So ein typischer Monatsmarkt. 188 Kunden, 940. Ich meine, ist ja auch nicht verkehrt. Für ein Wochenende 940 Euro Profit. Also ich gehe mal davon aus, dass so Standmiete und so Ware. Wird es was helfen, wenn wir zwei? Wird signifikant besser, wenn wir statt 188 Kunden jetzt mit zwei Leuten? Nee. Nee, das bringt uns gar nichts. Nur einen. Wir sind so richtig große Kirmes, alle 2 Minuten im Mittel will einer was von uns. 196. Um die 190. Wären wir da fröhlicher, wenn wir da 2 Leute haben? Jo, 2 Leute. Dann verdoppelt sich der Umsatz oder der Profit. 388. Also da wäre es schon ganz gut, zu zweit zu arbeiten. Vielleicht sogar zu dritt. Ja, hat auch noch mal ein bisschen was gebracht. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in die Sättigung, wo der vierte nicht mehr viel bringt. Aber das weiß man nicht. Also ich überlauere das jetzt nicht. Naja, ein bisschen was noch, ne? 461, 511.
5 Mitarbeiter. Ja, nee, also der hat wirklich nicht mehr viel zu tun. Nehmen wir wieder 3. Ich glaube, mit 3 Mitarbeitern sind wir gut bedient. Wenn wir nur, und das ist ja auch ganz hübsch zu sehen, wenn wir an so einem Hotspot sind, alle 2 Minuten im Mittel, möchte einer was haben, was 5 Minuten braucht im Mittel zum Herstellen. Wir lassen 2 Tage im Monat 8 Stunden arbeiten, also 16 Stunden im Monat. Ja, das ist schon 2.500 Euro Profit, wenn du 5 Euro machst pro Kunde. Also das sollte man schon hinkriegen müssen. Ja, wie ist das, wenn wir im Monat 2 so Märkte haben, so Hotspots? Ja, 4.700. Ja, aber es sind auch 3 Mitarbeiter, ne? Wenn man, weiß ich nicht, also wie man das so macht in Realität, ob man das durch 3 teilt oder ob der Chef ja, mehr als ein Drittel dann behält, keine Ahnung. Wie ist das, wenn wir das versuchen zu 2 zu stemmen? Ja, geht uns schon ordentlich was verloren, ne? An Kunden, die wir nicht durchkriegen. Man sieht ja hier schon einiges bedient, aber nichts mehr. Niemand mehr, der geht. Also 3 Mitarbeiter ist schon mal ganz cool. Jetzt sind wir wieder in einer ganz schlechten Gegend. Oder das Wetter ist total mies, keiner geht raus. 45 Minuten kommt einer. Wir brauchen so 15 Minuten plus minus 5 Minuten. Wir arbeiten 6 Tage die Woche. 4 Wochen im Monat. Und schauen auch, dass wir 5 Euro hinkriegen. Also das ist jetzt so. Puh. Da muss er. Das ist eher so ein Hobby dann, ne? Schon harte mal hoch. 8 Stunden, 6 Tage Woche. Boah. Und dann kommt das bei raus. Ich glaube auch nicht, dass das mit 2 Leuten drastisch besser wird. 278 Kunden. Nee. Also da hilft uns ein Mitarbeiter überhaupt nicht. Was uns helfen könnte, wäre entweder kommen öfters Kunden rein oder wir erhöhen mal den Profit, sagen wir mal 7 Euro pro Kunde im Mittel. Ja, sind wir so bei 2.000 Euro. Ne? Ja, nee, eigentlich eher so bei 1.700. Na, ob das so der Hit ist, aber na gut, es sind auch nur im Mittel über 8 Stunden am Tag. 45 Minuten kommt einer. Dann muss man vielleicht doch mal Marketing machen und schafft es vielleicht, dass alle halbe Stunde mal einer anruft oder vorbeikommt. Dann kommen wir schon eher in so eine Größenordnung, wo man sagt, naja, okay, viel Maloche, aber immerhin so das Gröbste hätte man dann wahrscheinlich. Besser wäre natürlich, das Marketing würde wirklich gut laufen und kommt alle 20 Minuten einer. Das denke ich ist auch so im Mittel über 8 Stunden. Morgens werden natürlich weniger Leute am Imbiss auflaufen als abends. Aber da können wir dann schon sagen, ja, das ist schon eher existenzfähig. Ja, 552 Kunden. Lohnt sich denn da schon rein finanziell? Zweiten Angestellten zu haben? Nö. Da sind wir jetzt schon. Nicht wirklich. Also da kommt nicht so viel mehr rum. Mach mal einen wieder. Also das ist schon okay, wenn man das alleine macht, wenn alle 20 Minuten einer kommt. Vielleicht haben wir aber was
sich gut vorbereiten lässt und braucht nur noch 5 Minuten plus minus 2, kriegen wir dann mehr weg. Also wir sind ja dann häufiger verfügbar. 3,9. Ja, nicht 607 Kunden, 629. Ja, das ist jetzt nicht so entscheidend, weil alle 20 Minuten nur einer kommt. Wenn die Kochzeit größer wäre, eben im Mittel als 20 Minuten, ja, dann würden wir überlappen. Dann sind wir, gehen wir natürlich mit dem bedienten Kunden runter und damit natürlich auch mit dem Profit. Aber vielleicht würde es sich jetzt lohnen. Wir sind ja jetzt 25 Minuten im Mittel am Herd und im Mittel alle 20 Minuten, na, da könnte schon sein, dass während ich einen gerade bekoche, dass in der Zwischenzeit schon jemand kommt, der warten muss. Und wenn ich jetzt einen zweiten dazu habe, dann macht der halt weiter. Jo. Ist so ein Unterschied, ne? Auch nochmal einen. Entschuldigung. 400. Ja, sieht eher so um die 450 aus pro Monat, wenn ich es alleine mache. Den Laden. 2. Ja, 600, 570, 550. Also irgendwie nochmal so 100 Kunden kriegen wir mehr. Vielleicht brauchen wir den zweiten Mitarbeiter gar nicht die ganze Zeit. Ist jetzt nicht modelliert. Vielleicht würde den 450 Euro Kraft reichen, die so 4 Stunden oder so am Tag uns helfen kann. Aber da wäre es bestimmt besser, wenn wir 15 Minuten, lass uns ruhig plus minus 5 mal rechnen. Wir sind schneller fertig, als im Mittel die Leute kommen. Dann sind wir immer wieder ready to rumble. 540, 608. Also in dem Schlag so zwischen 540 und 608. Da wird uns wohl ein zweiter Mitarbeiter nicht viel bringen, denke ich. Nö, 520. Der bringt uns nicht viel. 1. Also wenn so im Mittel alle 20 Minuten einer kommt und wir ein Gericht haben, wo wir 15 Minuten plus minus 5 für brauchen, dann kommt man schon auf eine Zahl, wo man sagt, ja, okay. Gut, muss ich noch versteuern vielleicht, das müsste man alles nochmal einpflegen. Vielleicht sagt man aber auch, dass der Gewinn nach Steuer und keine Ahnung, was man da noch so überlegen kann, Versicherung, Krankenkasse. Wir können auch sagen, das ist nicht der Profit, sondern der Umsatz. Machen wir mal so einen typischen 15 Euro Imbiss. 8.415, von dem musst du dann steuern und das alles. Ja, das könnte schon klappen. Das könnte ich mir vorstellen bei dem Umsatz. Natürlich auch wichtig, Einkaufspreis und dergleichen. Wir haben so eine Aktion. Wir machen alles billiger. 12 Euro, also 3 Euro kriegst du billiger. Das ist natürlich schon krass. Vorher waren wir ja bei 8.000, 1.000 mehr. Und ich würde fast vermuten, zwei Mitarbeiter könnten jetzt nochmal was bringen. Ja. Fast 5.000 mehr, ne? Nur weil wir noch einen eingestellt haben. Ja. Das wäre dann so ein ganz ordentlicher Schlag. Könnten wir gut 1.100 Euro dem Angestellten geben. Ich weiß nicht, wie das Gefüge ist. Es gibt ja Mindestlohn. Aber das sieht doch ganz gut aus. Also, wenn man es schafft, dass im Mittel alle 10 Minuten einer kommt, wir ja so 15 Minuten brauchen,
8 Stunden, 6 Tage die Woche. Nehmen wir mal an, wir brauchen nicht so lange. Wie gesagt, so eine Pizza braucht vielleicht so 8 bis 12 Minuten, würde ich aus der Mütze mal zaubern. Jetzt sind wir ja schneller, ungefähr so lang, wie die Leute im Mittel kommen. Ach, könnte plus minus werden. 13.000. Lass mal gucken, ob das mit 2. Ja, nee, nicht wirklich, ne? Nee, nicht wirklich. Heute ein. Yes. Nicht Profit, sondern Umsatz. Vielleicht sollte ich das wirklich mal auf Umsatz beziehen. Ist vielleicht leichter, sich vorzustellen. Umsatz pro Kunde. Aber hier. Umsatz. Und schreiben auch hier. Umsatz. Gucken, ob es wirklich aussieht. Ja, gefällt mir besser. Jetzt sind wir wieder auf der Kirmes. Alle 3 Minuten. Essen dauert. Ständig einfach rein verpfeffern. Können es quasi sofort rausholen. 5, 8. Sind aber nur 2 Tage in der Woche irgendwo. Aber jede Woche sind wir immer auf irgendeinem Platz. Machen das. Umsatz pro Kunde 15 Euro, könnte ich mir vorstellen. Hm. 11.520. Nun kommen die sehr oft. Also schneller als wir kochen können. Könnte wieder noch eine Hilfskraft oder ein Mitarbeiter dazu helfen. Jetzt waren wir bei so 770 so in dem Schlag. Ja, oh, 500 mehr. Also, puh. Der bringt uns aber was. Ja. 3 könnte aber Overkill sein. Aber lass mal durchsimulieren. Na. Nee. Ich würde sagen, 2 ist ganz gut. Wenn wir im Mittel 15 Euro pro Kunde machen. Da kommt schon was raus, man muss sich überlegen, man ist nur wochenends da, ne? Mal 5 Minuten. Jetzt sind wir ja wieder pari. Reicht da vielleicht ein Mitarbeiter? Ich würde sagen ja, ne? Ja. Was kostet heute so ein Fischbrötchen? 5 Euro bin ich wahrscheinlich zu billig, ne? Aber trotzdem könnte man, wenn man nur am Wochenende arbeitet und wird für 5 Euro pro Kunde an Umsatz macht, mal gucken, was davon runter geht. Aber dann hätte man auf jeden Fall schon, würde sagen, könnte klappen, könnte klappen, könnte klappen. Schlecht ist natürlich, wenn weniger Kunden kommen. Wollen wir gar nicht nach dem zweiten Mitarbeiter gucken. Das würde uns auch nicht helfen, wenn wir schneller kochen. Das würde uns gar nichts helfen. Machen wir aber mal. Wollen wir hier so 545 im Monat. Ja gut, das soll es mal wieder gewesen sein. Heute mit Mitarbeitern. Erstmal.